Hallo, schön, dass du hier auf meinem Kanal wieder mit dabei bist. Mein Name ist Michael und heute beantworte ich dir die Frage, macht es eigentlich Sinn, wenn du sexuelle Gedanken für eine Frau hast, irgendwo in der Öffentlichkeit, dass du dich ablenkst oder das Ganze zulässt, also die Gedanken zulässt? Ja, ich werde nämlich immer wieder gefragt, beziehungsweise es wird in den Kommentaren darüber geschrieben und auch in der NoFap-Community, damit es das Beste ist, wenn du zum Beispiel irgendwo eine attraktive Frau siehst, du bist in der U-Bahn und du siehst eine absolut geile Frau, die macht dich absolut an, Topfigur, genau dein Typ und auch noch ganz kurze Kleidung an oder wie auch immer und schon geht das Gedankenkino los. Was machst du dann? Meistens ist der Tipp, du sollst dich irgendwie ablenken. Mach Liegestützen, habe auch ich schon gesagt in einem anderen Video. Wenn du sexuelle Gedanken hast, mach Liegestützen, körperliche Aktivität. Was machst du in der Öffentlichkeit? Du bist in der vollen U-Bahn, siehst diese Frau, bist absolut angetörnt von ihr. Wie lenkst du dich ab? Starrst du ins Handy oder schaust dir irgendein Video an oder was willst du dann machen? Und wenn du das letzte Video von mir noch nicht gesehen hast, dann kannst du dir das zu diesem Thema auch anschauen. Dort stelle ich nämlich die Verknüpfung zwischen NoFap und Meditation her. Und genau das ist das, was du machen sollst. Lenk dich nicht ab, sondern atme einfach. Das heißt, atme, atme, atme. Das ist eine Art Meditationsübung. Du atmest ganz tief in deinen Bauch ein, behältst die Luft kurz in dir und dann lässt du die Luft ganz langsam und kontrolliert wieder aus der Lunge heraus. Wenn du das so machst, dann hat das den Effekt, dass sich dein Körper entspannt, weil das ein Signal fürs Gehirn ist, dass alles in Ordnung ist, dass kein Stress ist, weil eine Atmung in einem Stresszustand ist quasi wie Berge, geht immer auf und ab, so. Und wenn du eben diese Atmung machst, das heißt immer so in Kurven atmest, ganz tief in den Bauch einatmest, drin halten, langsam ausatmest, dann ist das ein Signal für den Körper, sich zu entspannen. Es holt dich in den Moment, in die Präsenz zurück und du lernst einfach, diesen Moment der Geilheit bzw. der Anziehung, der sexuellen Spannung zu genießen. Das heißt, du entspannst dich in diesen Moment hinein und kannst die Schönheit, die Attraktivität dieser Frau, die du dort eben siehst, tatsächlich genießen. Und das ist das Coole daran. Das ist eigentlich so die Meisterübung und für mich auch einer der Gründe für NoFap. Einerseits, weil ich das Gefühl der sexuellen Anziehung eben sehr gerne mag und dabei eben trotzdem genießen kann, wie diese Frau aussieht, ohne jetzt gleich nervös zu werden und so weiter, sondern ich entspanne mich einfach in die Situation, in den Moment hinein und genieße den Anblick dieser unglaublich schönen Frau. So, jetzt muss ich nochmal kurz auf meine Notizen spicken, ob ich noch irgendwas vergessen habe zum Erwähnen. Also generell, was ich noch dazu sagen wollte, um einen Relapse zu vermeiden, habe ich in anderen Videos auch schon mal erwähnt, versuch, dass du während dem Tag möglichst viel körperliche Aktivität integrierst. Das heißt, damit du am Abend so richtig schön ausgepowert und müde bist. Du kennst das, wenn du todmüde bist nach einem Tag Skifahren, Sport, irgendwas. Du bist den ganzen Tag auf den Beinen und am Abend möchtest du nur noch schlafen und ins Bett. Das ist eigentlich so das Ideal, um keinen Relapse zu haben. Bleib busy, hab immer was zu tun, verfolg deine Ziele, wie auch immer. Ein Relapse bei mir gab es eigentlich immer nur in Situationen der Langeweile. Das heißt, wenn ich nichts zu tun gehabt habe, dann gibt es einen Relapse. Ansonsten eigentlich eher weniger. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben hier und abonniere meinen Kanal. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Herzliche Grüße hier aus dem schönen, warmen Zypern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.